Guten Nachmittag, nein, Mittag ist es, Freunde der Vlogs. Ich bin ja gerade auf, na gut, ihr seht natürlich nichts, doch ihr seht was, Wohnungssuche, und es ist echt erschreckend, was man da für Dinge findet. Also abgesehen von Wohnungen, die einen Grundriss haben, wo ich mich frage, wer hat das denn gebaut mit der Wohnungstür in der Küche oder Küche direkt neben dem Bad ohne Trennwand und Schlafzimmer, die nur über Küche, Bad oder sonst wo zu erreichen sind, wo ich mich immer frage, wer baut denn sowas oder wer designt sowas? Nein, es gibt auch diese Anbieter, die nicht mal in der Lage sind, eine Adresse reinzuschreiben. Da denkst du, oh, schöne Wohnung, sieht gut aus, und dann steht da nicht mal eine Adresse. Ja, warum soll ich in der Wohnung wohnen, wo ich nicht mal weiß, wo die ist? Das ist doch dämlich. Genauso, warum stellen Leute keine Bilder rein? Ich meine, klar, manche Leute wollen keine Fotos machen, während sie in der Wohnung wohnen, aber irgendwann muss die Wohnung ja mal leer gesteht haben. Mal leer gestanden haben, und da muss man doch mal Fotos machen für den Fall, dass da irgendwann mal jemand einziehen will. Nein, letztens, also gestern, hatte ich eine Wohnung, da war ein Grundriss und dann genau ein Bild. Und das war ein Bild einer Zimmerpflanze. Und auf dem Bild war nicht etwa noch der Raum zu erkennen, nein, da war nur die Zimmerpflanze. Das ist natürlich ein Kriterium, weshalb ich da einziehen möchte. Natürlich, jetzt gerade habe ich eine Wohnung gefunden, da kostet die Kaution, ja, seht ihr es, Kaution 2 Kilometer. Das ist doch mal eine sinnvolle Angabe. Da bezahle ich eben 2 Kilometer. Gerade eben auch habe ich eine Wohnung gefunden, google die Adresse, und da ist nichts. Da ist eine Straße. Und links und rechts ist eine Gartenanlage. Und da steht kein Haus. Und dann habe ich nochmal gegoogelt, ob ich mich vielleicht vertippt habe. Nein, die Adresse ist mitten auf der Straße ohne ein Haus links und rechts. Aber die Wohnung war schön. Habe ich mal angeschrieben. Ich so, hey, ich hätte gerne Ihre Wohnung. Frage ich mich, wo der mich dann hinführt. Ich bin schon gespannt. Naja, in diesem Sinne, das wollte ich euch nur kurz sagen. Ja, das gestaltet sich hier echt witziger, als man denkt, und ist trotzdem nervig. Aber naja, in diesem Sinne, lasst krank werden, und bis zum nächsten Mal, euer Aprilbär.